Ein Sturmtief hat an der Küste Frankreichs und Italiens schwere Schäden angerichtet. Besonders betroffen war der Ort Saint-Martin-Vésubie in der Alpenregion der Côte d'Azur. Häuser wurden von Flüssen mitgerissen, die extrem angeschwollen waren und das Ufer weggespült hatten. In der Bretagne waren 80.000 Menschen ohne Strom. Auch in Ligurien an der Küste Italiens verursachten starke Regenfälle Hochwasser.